Lee Strobel war investigativer Journalist, der sich viele Jahre zum Atheismus bekannte und dabei nach Beweisen für Jesus suchte. Nachdem er die Antworten gefunden hatte, die er suchte, wurde er Christ und schrieb den Bestseller Der Fall Jesus. Es beschreibt seine Suche nach Wahrheit. Zugleich ist er als Pastor und Professor darum bemüht, dass die Welt Jesus kennenlernt. Im heutigen Interview geht es um die Frage, ist Gott real? Und er beantwortet einige der wichtigsten Fragen des Lebens über die Existenz Gottes, sowohl für Skeptiker als auch Gläubige. Bitte begrüßen Sie Lee Strobel. Lee, hallo. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Es ist schön, hier zu sein. Wunderbar. Meine Tochter liest übrigens in ihrer Bibelklasse ihr Buch Der Fall Jesus. Großartig. Ihr Talent und Ihre Hingabe an den investigativen Journalismus hat wirklich die Welt verändert. Großartig. Ich finde es gut, dass junge Menschen nach Beweisen suchen, die ihren Glauben stützen. Wir leben schließlich in einer feindseligen Kultur und sie werden in ihrem Glauben herausgefordert wie keine andere Generation. Großartig, sie darin zu unterrichten, warum wir glauben und was wir glauben. Absolut. Ich schätze deshalb Ihre Erkenntnis und Ihre Suche nach der Wahrheit. Es ist ein bisschen her, seitdem Sie das letzte Mal hier waren. Was haben Sie in den letzten Jahren so gemacht? Ja, mein Verleger kam auf mich zu und sagte, wir haben etwas Überraschendes entdeckt. Nämlich, dass täglich 200 Mal pro Sekunde über die ganze Erde verteilt jemand eine Frage in eine Suchmaschine tippt, die lautet, ist Gott real? Ich wurde gefragt, ob ich mich näher mit dieser Frage beschäftigen könnte, und das habe ich getan. Ich ging der Frage nach, ob Gott real ist. Das ist die wichtigste Frage, die wir zu klären versuchen. Ja, wow. Warum, glauben Sie, ist es so wichtig, diese Frage nach Gott aus der Perspektive eines investigativen Journalisten zu erforschen? Nun, ich glaube, die wissenschaftlichen und historischen Beweise ebenso wie die philosophischen Überlegungen belegen sehr kraftvoll die Wahrheit des christlichen Glaubens. Das ist zuerst für uns als Gläubige wichtig, dann aber auch für unsere Gespräche mit Leuten, die skeptisch sind. Skeptiker erfahren von diesen Zusammenhängen und merken, ich habe mich noch nie mit Kosmologie, Physik oder Biochemie beschäftigt und damit, wie überzeugend sie auf die Wahrheit des Christentums zeigen. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Ich sprach mit jemand, dessen 6-jährige Enkelin von anderen Kindern während der Pause auf dem Schulhof verspottet wurde, weil sie an Gott glaubt. Ach, du glaubst an Gott? Ja, du glaubst ja auch an Märchen. Das steht der nächsten Generation bevor. Deshalb müssen sie verstehen lernen, warum wir glauben, was wir glauben. Ja, ich weiß noch, wie meine Tochter in der Schule auch gehänselt wurde, weil sie glaubt, dass es nur einen Gott gibt. Ich finde das auch sehr wichtig und Ihre Nachforschungen sind wichtig, weil die Beweise ja da sind. Und wir sollten sie kennen und im Bewusstsein haben. Welche Fragen über die Existenz Gottes ist die häufigste, die Sie hören? Viele wollen zum Beispiel wissen, ob die Naturwissenschaft von Gott weg oder auf Gott hinweist. Sie denken, die Wissenschaft widerspricht der Idee des Übernatürlichen und eines Gottes. Dabei gibt es in den letzten 50 bis 80 Jahren in den unterschiedlichsten Wissenschaften etliche Entdeckungen, die überzeugende Argumente für den christlichen Gott liefern. Kosmologie, die Entstehung des Universums, alle Wissenschaftler sind überzeugt, dass der Kosmos einen Anfang hat. Nun, alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. Wir alle stimmen überein, dass das Universum irgendwann in der Vergangenheit angefangen hat zu existieren. Demnach muss es auch eine Ursache geben. Welche könnte das wohl sein? Das muss eine mächtige, schlaue, transzendente oder von der Schöpfung unabhängige Macht sein. Ewig, weil schon existent, bevor die Zeit ins Spiel kam. Es muss etwas Geistliches, nicht Materielles sein, weil es schon vor der Materie existierte. Wenn man diese Liste weiterführt, kommt man irgendwann drauf. Moment mal, das sind alles Eigenschaften des Gottes der Bibel. Ja, das gefällt mir. Und es ist wahr. Man fragt immer, bist du für die Wissenschaft oder für Gott? Ja,
Und wenn man sich tiefer einlässt, ist das gar nicht mehr die Frage. Nein, wirklich nicht. Physik, die Feineinstellung des Universums. Das Universum ist so perfekt abgestimmt, damit Leben überhaupt existieren kann. Wenn man nur eines dieser feinen Parameter in der Physik verändern würde, wäre intelligentes Leben im Universum unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas zufällig geschieht, liegt so niedrig, dass Wissenschaftler sagen, dahinter muss eine Absicht liegen, ein Schöpfer. Nur ein Beispiel dafür, wie die Wissenschaft auf Gott hinweist. Ich glaube, genau darüber habe ich nachgedacht. Ich weiß nicht, ob Sie letztes Mal davon geredet haben oder ob es in einem Interview mit einem Wissenschaftler war, aber ich dachte daran, wie alles so perfekt aufs Millionste darauf abgestimmt ist, dass wir heute hier sind. Denken Sie nur mal an die Schwerkraft. Stellen Sie sich ein Lineal vor, das durch das ganze Universum verläuft. 13 Milliarden Lichtjahre. Das ist ein Bild dafür, wie weit die Strecke ist, an der die Schwerkraft festgesetzt liegen könnte. Sie ist aber genau an der richtigen Stelle verankert, damit Leben existieren kann. Wenn man die Schwerkraft um nur 2 Zentimeter auf der Strecke von 13 Milliarden Lichtjahren verlegen würde, wäre kein intelligentes Leben möglich. Wie soll man das erklären? Das passiert nicht zufällig. Ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen und ihn gefragt, wurde die Idee schon ausgeschlossen, dass es Zufall oder Glück war? Er meinte, in der Wissenschaft gibt es dafür einen Begriff. Das wird nicht passieren. Ja, das mag ich. Gott ist so ein Künstler, ein Meister im Planen, dass er das kann. Absolut. Nur Gott, oder? Ja, ja, absolut. Welche Ermutigung geben Sie denen, die meinen, sie haben eine Million schwierige Fragen über Gott? Ich finde es großartig, dass man in der Lage ist, sich hinzusetzen, die Fragen zu formulieren und aufzuschreiben. Wenn man nämlich mit einem gewissen Zweifel rangeht, ist es schwierig. Wenn man aber seine Frage aufschreiben kann, so hier sind meine 3 Fragen oder meine 5 Fragen, dann findet man dazu heute gute Literatur, die helfen kann. In meinem Buch Glaube im Kreuzverhör habe ich mich mit den 8 wichtigsten Widersprüchen gegen das Christentum beschäftigt. Es gibt viele gute Bücher dazu. Als ich noch Atheist war und ich während meiner Nachforschungen vor vielen Jahren Christ wurde, gab es nicht viele Bücher auf dem Markt dazu. Heute kann man in seine Bücherei gehen und sich kostenlos alles ausleihen. Man kann Bücher lesen, aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist herauszufinden, welche die wichtigsten Fragen sind, die man hat. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe schon vor tausenden Menschen gestanden und die härtesten Fragen kamen. Es gibt gute Antworten, die unseren Glauben untermauern. Ja, du nicht schüchtern sein. Nicht verzagen. Jede Frage gilt. Das stimmt, es ist gut, seine Fragen zu stellen. Wenn man Zweifel hat, muss man damit umgehen. Großartig. Lee Strobel beschäftigt sich immer wieder mit der Frage, ist Gott real? Danke für Ihre Erkenntnisse. Gott liebt Sie und wir auch. Vielen Dank, Gottes Segen. Danke.